Hallo und herzlich willkommen bei Löw TV. Ich bin Nina Krämer und melde mich heute aus dem kleinen Festsaal vom Schloss Frankenberg. Bei mir sind Professor Dr. Dr. Peter Löw vom European Heritage Projekt und Andreas Konopatzky, der Architekt, unter dessen Leitung die Umbaumaßnahmen am Schloss vonstatten gegangen sind. Es ist noch nicht so lange her, da hat man hier noch ein bisschen Fantasie gebraucht, um sich vorstellen zu können, dass es irgendwann mal so aussehen könnte. Herr Professor Löw, was ist denn in der Zwischenzeit alles passiert? Also Sie haben recht, das Ganze war vor 5, 6 Jahren eher eine Ruine. Gerade das Hauptschloss, in dem wir uns jetzt hier befinden, war unbewohnt. Die Räume waren wüst und leer, wie man es im Volksmund sagt. Und in der Zwischenzeit, wenn Sie sich selber umschauen, dann sehen Sie, es ist doch alles warm bewohnbar. Wir haben doch einiges in den letzten Jahren hinbekommen. Jedenfalls im Hauptschloss stehen wir auch kurz vor dem Abschluss der Arbeiten. Wenn man sich hier umguckt, dann sieht man auch, dass wirklich aufwendige Maßnahmen getroffen werden mussten. Warum machen Sie das? Ja, es bin ja nicht ich alleine, sondern das European Heritage Projekt. Aber Sie haben auch hier recht, das ist eben bei solchen Projekten, da steht die Rendite jedenfalls nicht im Vordergrund oder es kann gar keine erzielt werden. Wenn Sie es so ganz einfach betrachten, so eine gründliche Sanierung kostet 10, 20 Millionen und der Wert eines solchen Schlosses steigt eben nicht um den gleichen Faktor, sondern vielleicht um 5 Millionen. Das heißt also, Geld verdienen kann man durch solche aufwendigen Sanierungen nicht. Aber es ist natürlich auch eine Investition in ein wichtiges Kulturgut. Es ist in diesem Landkreis wohl das bedeutendste Baudenkmal, das vorhanden war und es drohte eben einzustürzen. Und wir wollen mit dem European Heritage Projekt ja auch in die Zukunft investieren, also auch für die nächsten Generationen das retten, was sonst verloren gegangen wäre. Herr Konopatzky, Sie sind der Architekt, unter dessen Leitung die Umbaumaßnahmen vonstatten gegangen sind. Welchen Herausforderungen mussten Sie sich während des Prozesses stellen? Oh, da mussten wir uns sehr vielen Herausforderungen stellen. Die Kernherausforderung war erstmal das Tragwerk des Schlosses wieder instand zu setzen, denn die Burg wurde umgebaut von der Schlossseite, von der Saalseite zur Flurseite und zwar bereits im 16. Jahrhundert und das hat in vielen hundert Jahren enorme Verformungen verursacht. Und das hat man am Anfang nicht gesehen, weil die Böden alle gerade waren. Erst als wir die Probeöffnung gemacht haben, haben wir gesehen, wie gebrochen alle Tragwerkstrukturen hier im Schloss waren. Hier ist also jahrelang erstmal eine Tragwerksinstandsetzung erfolgt mit sehr subtilen Mitteln, die man heute nicht mehr sieht. Und das ist eigentlich auch das Ziel von uns als denkmalpflegenden Architekten, dass man später in das Schloss hineingeht und sieht, man war ja eigentlich gar nicht da. Deshalb alles, was an statischen Maßnahmen da ist, ist nicht sichtbar. Gibt es denn noch weitere Punkte, die schwierig zu meistern waren? Ja. Auch hier sehr viele. Ich kann nur ein paar davon herausgreifen. Natürlich das, was wir heute hier an Oberflächen sehen, mit den Stuckdecken, die wir haben, mit den Sälen, aber auch mit der Liebe zum Detail, zu jeder Tür, zu jedem Beschlag. Alles erfordert Zeit und alles erfordert genaues Hinsehen. Hier wurde sehr viel mit Restauratoren gearbeitet, die natürlich auch geschaut haben, welche Substanz haben wir noch. Also man weißelt so ein Schloss nicht einfach mal neu raus, sondern guckt, was ist an bestehenden Strukturen da, erhält diese und fügt eigentlich nur noch eine hauchdünne neue Schicht oben hinzu. Und hinter dieser hauchdünnen neuen Schicht ist die ganze Originalsubstanz noch ablesbar. Herr Professor Löw, gibt es Herausforderungen, an die Sie sich noch lange erinnern werden? Naja, womit ich jetzt eigentlich nicht gerechnet hätte, ist, dass dieses Schloss, das ja eigentlich als Festung konzipiert war, im Mauerwerk so marode war. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man einen Stein verwandt hat, der nicht etwa weit hergebracht wurde, sondern ich glaube hier 50 Meter entfernt aus dem Boden herausgeschlagen wurde. Und das ist ein sehr, sehr weicher Sandstein. Also man kann mit der Hand richtige Rillen reinkratzen. Das ist natürlich für die Verarbeitung sehr schön gewesen. Der Stein war damals leicht zu verarbeiten. Das hat auch den Bauherrn, glaube ich, dazu verleitet, viel Maßwerk und solche Sachen einzubauen. Aber über die Jahrhunderte hat dieser poröse Stein eben doch stark nachgelassen und wir mussten ziemlich viele Steine auswechseln oder viel Maßwerk nachschnitzen lassen. Und das war doch eine ganz schöne Arbeit. Das kann ich mir vorstellen.
Im Innenraum sieht es ja so aus, als wenn Sie schon kurz vor der Fertigstellung wären. Wie ist denn der weitere Verlauf des Projektes? Also wann kann man mit dem Abschluss der Maßnahmen rechnen? Na, wir hoffen, dass wir im Hauptschloss zum Sommer diesen Jahres fertig werden. Es gibt dann noch die Vorderburg. Dort planen wir zum Ende des Jahres fertig zu werden. Das kann sich aber auch noch ins nächste Jahr hineinziehen. Und dann gibt es noch das Projekt Meierei, wo das Ende noch völlig offen ist. Okay, dann wünsche ich Ihnen beiden weiterhin gutes Gelingen. Ihnen auch herzlichen Dank und denken Sie daran, wir packen's.